Hallihallo und herzlich willkommen bei, ja, was haben wir denn? Ein kleines Tutorial, möchte ich mal sagen, oder ein Info-Erklärvideo, wie etwas funktioniert. Und zwar befinden wir uns hier in meiner Testwelt, die ich runtergeladen habe. Aus dem Internet irgendwie 50.000 Blöcke oder so, nur Gras, 5 Blöcke tief, dann Steine und dann noch ein bisschen Bedrock-Kacke. Und ja, ich wurde gebeten, gefragt, wie auch immer, das kleine, ja, diesen Spawner-Experiment-Teil da hier nachzubauen mit dem Crushen und so. Und ja, ich habe hier schon mal ein klein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier einmal so einen kleinen Spawner-Raum quasi gemacht. Ich habe hier auch die GUI-Dingsens installiert, damit ich das ändern kann. Den Mod werde ich auch unten in die Videobeschreibung natürlich packen, sowie die Welt zum Download, damit ihr euch das nochmal genau anschauen könnt. Ja, hier ist eigentlich alles nur Kacke, Verzierte und so. Und ja, hier sind wir auch gleich schon unten. Die Skelette fallen hoffentlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, fallen hier runter. Hier sieht man schon die beiden Pisten, kann man schon gut die beiden Pisten sehen. Und ja, wir befinden uns dann hier unten. Das wollte ich eigentlich nur wegräumen, naja. Und ja, hier habe ich ja schon mal alles so halbwegs vorbereitet, wie es gehört oder wie es hoffentlich sein sollte. Und denn das ist ja eigentlich klar. Ich werde euch nur das mit dem Redstone zeigen und so. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung, die sich da drüben befindet. Aber dazu kommen wir später, beziehungsweise keine Überraschung, sondern nur eine kleine Information. Ja. Hier habe ich ein bisschen rumexperimentiert und zwar habe ich so gemacht, wenn ich das aufmache, geht automatisch auch diese Pistons zurück und über den Pistons befindet sich nämlich hier drunter, das brauchen wir zum Beispiel mal gar nicht, Lava und ja, jetzt natürlich nicht mehr, war ja mal wieder sehr schlau, Lava, zack, zack, so. Und dann gehen hier eben die Pistons rein von links und rechts und unten geht eben das Licht an. Oder wenn ich eben wieder zumache, das Licht aus. Ich habe zwar noch nicht überprüft, eben ob das Spawnen verhindert, aber naja, sehen wir ja dann. So, dann gehen wir mal kurz meinen Quick hier runter. Ich stehe auf so Falldinger. Und dann werden wir hier mal das da ein bisschen einbauen sozusagen. Ich habe jetzt hier mal die Fackeln dabei hingesetzt, damit ich weiß immer, wo die Pistons sind. Hier bauen wir mal durch. So. Und dann holen wir uns erstmal das wichtigste Zeug eigentlich, was wir immer so brauchen werden. Natürlich ist das einmal Redstone. Redstone in sich. Redstone in Person sozusagen. Und natürlich auch noch die Repeater. Steine haben wir. Slime. Das brauchen wir nicht, dafür nehmen wir die Sticky Pisten. Und sonst brauchen wir eigentlich auch nicht mehr recht viel. Das brauchen wir noch. Und dann sehen wir ja, was wir noch brauchen. So, als erstes haben wir erstmal den Kack hier ein. Gut, anfangen tun wir ja hier mit dem, ja, sag schon. Ja, mit dem Button, glaube ich, habe ich es gemacht. Oder habe ich das Ganze mit dem... Habe ich das Ganze mit einem Button gemacht oder mit einem Hebel? Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Aber normalerweise dürfte es mit beiden funktionieren, aber ich glaube, ich habe es mit einem Hebel gemacht. Deshalb machen wir das Ganze auch mit einem Hebel. Und wenn nicht, dann werde ich halt kurzerhand nochmal kurz in die letzte Showwelt schauen und schauen, wie es da ist. So, dann gehen wir einfach mal von diesem Punkt hier weg. Und einmal müssen wir direkt diese Pisten hier ansteuern, die quasi verhindert, damit neue Skelette runterfallen. Und das habe ich hier eigentlich geplant, dass ich das so mache. Wir werden da am besten sogar unterirdisch durchgehen. Das heißt, wir machen das einmal so. Das war ein Block zu viel. Können wir da schon durch? Ja, da können wir schon durch. Dann machen wir es kurz wieder so rum, damit wir da unten was sehen. Zack, 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 zack. Und dann dürfte das hier schon reichen,
Dann machen wir das so. So. Genau. Ist ja eigentlich egal, was für einen Block ich hier verwende immer. Schauen wir mal, ob das Ganze hier dann so hinhaut, wie ich das mir hier so vorstelle. Und hier noch eine eine Torch davor. So. Also im Moment ist die Sticky Piston ausgefahren. Und jetzt ist sie wieder eingefahren. Das heißt, es funktioniert. Warum auch nicht eigentlich, gell? Zack. So. Jetzt müssen wir aber natürlich auch noch das so machen, dass wir diese beiden Pistons hier ansteuern. Das weiß ich noch gar nicht so recht, wie wir das machen werden, aber ich denke dann auch so irgendwie. Und zwar werden wir ja hier diesen Verteilerarm da brauchen. Da kann ich noch nicht hingehen. Das heißt irgendwie so. Genau, und jetzt brauchen wir zack, 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 zack. Und einen auf 1, glaube ich. Ich hoffe, ich mache es gerade nicht verkehrt rum. Ich glaube, ich mache es verkehrt rum. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es nicht auch egal ist. Aber das habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. So. Nein. So. So. Und jetzt alles zusammen verbinden. Das können wir dann so machen. Genau, wieder umswitchen, damit wir überbrücken können wegen dem Signal. Gut, kommt an. Müssen wir hier doch noch ein bisschen weiter ausbauen. So. Okay. Machen wir hier mal kurz die Torch kaputt, damit wir hier mehr Platz schaffen können. Das geht hier im Creative-Modus zum Glück ganz schnell. So, und jetzt brauchen wir einmal eine Piston da. Und einmal eine Piston da. Ich hoffe, dass dahinter schon die Wand weg ist. Ja, ist zum Glück schon kaputt. Wir verwenden diesen Stein und diesen Stein, damit man es ein bisschen besser unterscheiden kann. So, dann geht einer von da und einer von da. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Nicht so weit. Dann schließlich brauchen wir noch ein bisschen Platz fürs Delay und so. Zack, zack, zack. Okay. Dann müssen wir hier, können wir ja eigentlich dann schon vorbei, so denke ich, genau. Das können wir dann einfach hier hinterführen. Und jetzt müssen wir das Ganze hier einmal so verbinden, glaube ich. Und dann einmal direkt, da gehen wir hier hin. Ne, das machen wir auch wieder so, damit man es besser unterscheiden kann. Ah, da müssen wir noch einiges ausbauen. Ich mache kurz eine kleine Aufnahmepause. Schaue einerseits wegen dem Button und Hebel, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es ein Hebel ist. Oder ein Button. Ach, wie gesagt, da schaue ich nach und ich vergrößere den Raum hier. Bis gleich. So, und da bin ich jetzt wieder da. Und ich habe nachgeschaut, es ist ein Hebel. Aber wir haben noch einen kleinen Fehler gemacht. Es sind keine vier Dinger. Drei waren es nur. Aber das Restliche stimmt hier. Also es sind nur drei. Und ja, dann das stimmt hier auch. Da können wir jetzt ein bisschen weiter anders hingehen. Da machen wir das so. Dann gehen wir noch ein, damit wir hier genug Platz haben. Dann einmal so. Zack, zack. So, zack, zack. Und von dem gehen wir dann so. Das wird wahrscheinlich ziemlich sicherlich nicht reichen. So, wahrscheinlich dann irgendwie. Genau. Und jetzt müssen wir natürlich auch die ganzen Repeater rübergehen. Und ich habe eigentlich schon wieder ziemlich vergessen, wie viele das waren. Aber es waren auf alle Fälle einige. 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11. Ja, eine können wir hier noch. 12. Immer schwierig, gell? Ich schaue noch mal kurz, wie viele das waren, damit wir hier absolut sicher gehen können. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es sind 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und ich mache einen 20. auch noch dazu, weil bei uns, oder beziehungsweise bei mir sind dann hier noch viel mehr Delays. Und ich denke, dass das dann eventuell so besser ist. Genau. Gut, dann können wir das Ganze auch mal ausprobieren. Drinnen, drinnen. Draußen, draußen. Genau. Da sind wir noch draußen, das ist jetzt drin. Und wenn ich jetzt wieder umschalte, müsste das wieder reingehen. Und das müsste dann auch wieder reingehen, sobald es genau. Und das andere müsste immer noch draußen bleiben. Genau. So sollte es sein. Nur wie machen wir das? Das habe ich mir nämlich auch schon mal überlegt. Können wir das vielleicht so machen, dass sich das beim zweiten Mal wieder reintun gleich umswitcht? Das müsste man, glaube ich, so machen. Wenn das eine aktiviert ist, kann das andere nicht funktionieren oder sollte funktionieren. Aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Das überlasse ich jemand anderem. Tim. So. Crushen. Genau. Nicht mehr crushen, aber oben noch stehen bleiben. Genau. Und wieder crushen, aber oben offen sein dann. Genau. Ich bin gerade am Überlegen. Kann man das Ganze vielleicht nicht auch ein bisschen weiter runter tun? Sprich, damit sie dann nicht so viel Leben verlieren. Oder geht es dann auf das da schon? Wenn ich nur eins runtergehe. Jetzt müsste ich es da machen. Ja, dann geht's auf das. Das ist dann natürlich das Problem wieder, gell? Ja, nee, eigentlich. Wir können es ja mal ausprobieren jetzt, wie es so läuft. Den lassen wir da. Der gehört dahin. Hier machen wir mal noch eine kleine Tür hinein. Was natürlich jetzt nicht mehr geht. Wir machen hier dabei einfach mal zu. Und dann werden wir mal die Monster anschmeißen. Easy, back to game. Und schauen mal, ob wir da auch welche bekommen. Ich gehe mal noch kurz pennen, das geht hier nicht mehr. Interessant. So. Denn vielleicht spawnen dann im Spawner nicht so viele wie draußen, wenn es dunkel ist. Ja, gut, bis da haben wir jetzt noch keine. Dann schauen wir doch mal, warum hier nichts spawnt. Gut, im Moment ist es zu hell. Aber wenn man es dunkel macht, müsste doch eigentlich was spawnen können. Ja, das spawnen sie ja schon. Und das ist gut, dass sie uns jetzt nicht mehr angreifen. Dann können wir hier gleich auch mal ein bisschen beobachten. Video-Settings mache ich mal auf Bright, weil sonst seht ihr wahrscheinlich gar nichts. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie Leben verlieren. Und sie tun sich da mal wieder ein bisschen schwer mit mir reinkommen.
Ja, sie verlieren Leben. Das ist nicht ideal. Das heißt, wir werden hier nochmal kurz auf Peaceful umswitchen. Und dann werde ich hier noch was Kleines einbauen. Und zwar brauchen wir dazu natürlich einen Eimer mit Wasser und ein Schild. Jeder weiß natürlich jetzt schon, was ich vorhab. Weiß denn das jeder? Das geht nicht. Oder geht es? Das ist jetzt blöd. Dann machen wir es vielleicht so. Immer noch zwei, drei, das sind immer noch zu viele. Und noch eins weiter runter können wir nicht. Und das dürfen wir eigentlich auch nicht, weil sie sonst wieder hochspringen könnten. Ich muss. Wieso habe ich hier eine Piste drin? Interessant. Ich muss, wenn ich das zumache und aufmache, dann müssten wir. Ja, mit dem Runterfallen, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn sie dann hier drauf wieder fallen, verlieren sie ja wieder keinen Schaden, Leben, wie auch immer. Das heißt, ich müsste es eigentlich so machen. Dann ist wieder das Problem, dass sie eben ertrinken würden bei dieser Konstellation. Wie wäre es denn, wenn wir da einen Wasserblock hinsetzen? Ändert der denn schon was? Und hier drunter einen normalen Dingsenstein. Einen Hinkelstein. Aber dann wird das hier wieder zur Angriffsfläche und sie könnten. Machen wir das mal so. Gut, dann schauen wir nochmal. Hier machen wir das wieder weg. Easy, dann back to game. Und dann schauen wir mal. Wunderbar, die nächsten drei. Die tun sich auch nur weh. Vor allem jetzt sind sie da in der Lage, da unten umeinander zu tümpeln. Ja, fall halt runter. Ich bin dir nicht im Weg. Nein, ihr verliert immer noch Leben. Aber wir können ja mal schauen, wie sich das Ganze so auswirkt. Schauen wir einfach mal. Okay, ja, sie sind jetzt hier. Ich weiß es bloß nicht. Ja, sie werden mich angreifen. Also mal kurz weg damit. Und jetzt auf. Peaceful. Gut, also das ist keine gute Idee. Also, ja. Wieder aufmachen. Wie bekommen wir das fertig? Es müsste fast so sein, oder? Ja, es muss fast so eine Möglichkeit geben. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, das hier so umzubauen, dass die Piste einen Block tiefer ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Das heißt, die Piste ist auch da. Der Block ist auch da. Und jetzt müssten wir quasi mit dieser Piste, mit diesem Ding. Weil das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Redstone, Redstone. Warum habe ich meinen Redstone weggelegt? Ich Vollnudel. So. Dann so. Und es dürfte eigentlich nur eine Piste jetzt draußen sein. Und es sind aber beide draußen.
Das geht natürlich dann so wiederum nicht. Oder? Ja, es sind beide draußen. Das heißt, ich müsste das Ganze einfach einen Block höher machen. Genau. Jetzt ist es nur falsch rum. Dann stellen wir hier hinten noch eine Torch hinein. Dann stimmt's wieder. Genau. Gut. Dann nochmal einen Test. Oh. Ja, das ist jetzt vielleicht nur vom Dingsens noch. Crushen. Müssten beide unten wieder einfahren. Wunderbar. Jetzt sind alle heraus. Schauen wir mal kurz, genau. Die da ist heraus und blockt das Ganze. Die unten beiden müssten wieder einfahren. Wunderbar. Und wenn ich den jetzt wieder drücke, müssten die wieder ausfahren und das reinfahren. Perfekt. Jetzt stellt sich dann nur noch die Frage. Weg mal mit dem ganzen Zeug. Reicht das von der Höhe? Hier kommt übrigens so ein Block rein. Denn wenn sie jetzt runterfallen, dann könnte ich rein theoretisch auch das da machen. Das war jetzt nicht ganz so klug. So. Genau. Und dann mache ich das so. Und das war jetzt alles andere als klug. Da wette ich mit euch. Ich vermute mal, schlimmsten Fall alles weg. Was? Fast gar nichts. Was ist weg? Die Torch, die sich vermutlich hier befindet. Genau. Dann machen wir hier sowas hin. Dann sowas. Hier lassen wir das Schild, falls wir nochmal was abreißen. Und so. Wunderbar. Das passt. Nochmal heraus. Das andere müsste jetzt drinnen sein. Ist es aber nicht. Na gut, dann müsste es sich jetzt einfahren. Tut's aber auch nicht. Ah, es ist doch was kaputt gegangen. Na doch. Und ich dachte schon. Aber lieber bloß so ein bisschen als einen ganzen Haufen. So, drinnen. Wenn die beiden wieder drin sind, dann passt es wieder hoffentlich. So, genau. Das heißt, so sind wir schon einen Block tiefer. Und dann fallen sie nur noch zwei, ansonsten fallen sie aber immer noch einen Haufen. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd. Wobei mir da vielleicht eine Lösung einfallen würde. Was wäre denn, wenn wir hier so einen Wasserstrahl hätten? Würde der irgendwas bewirken? Zu, zu, zu. Der verdrängt das Wasser. Das heißt, kein Problem. Und dann kommt es einfach wieder raus. Es ist nur die Frage, ob es auch was wirkt. Wir gehen mal auf Normal, back to game. Und das, wenn wieder eingefahren ist. Müssten gleich die ersten Skelette kommen. Und sie überleben es, ohne auch nur ein bisschen Fallschaden zu bekommen. Wunderbar, dann schauen wir jetzt gleich mal, ob die 20 Dinger Repeater zu viel sind oder zu wenig oder genau passend. Sehr gut. Dann einmal ein bisschen etwas weg. 2, 3.
Gut, es sind noch zu wenig. Dann haben wir da noch einen dran. Nochmal auf maximal. Sehen wir ja dann, ob wir es brauchen oder nicht. Ja, eigentlich können wir das so machen. Genau. Nur noch die Frage, wie wir dann an unser Zeug rankommen. So, dann wieder. Oh, oh. Und ich habe jetzt gerade irgendwie was Komisches gesehen. Die haben sich leicht verletzt bei irgendwas. Glaube ich zumindest. Okay. Der hat einen Haufen ausgehalten. Und wir müssen dann noch irgendwie eine Möglichkeit bekommen, das Ganze zu bekommen. Das machen wir aber was anders, denn das ist nämlich dann eines der leichtesten Sachen, denke ich. Ja, da habe ich sogar schon eine Idee, die eventuell sogar auch hinhauen könnte. Gut, ohne Schaden. Dann schauen wir mal, warten wir noch ein bisschen, bis ein paar mehr kommen. Ach, ist schon wieder Nacht. Ja, gut. Das heißt, wir legen uns nochmal. Ach, oh, komm. Nerv mich doch nicht, Junge. Einmal so. Nochmal testen. Zwei. Aha, der hat wieder zwei gebraucht. Vielleicht brauchen wir noch ein Repeater-Teil. Dann hau ich noch ein Repeater Viech dran. Genau, ein Repeater Viech noch dran haben. Vier, vier und vier. Zack, zack, zack. Dann machen wir mal auf zwei. Ich weiß nicht, wie stark sich das Ganze auswirkt. So, hier sind schon wieder ein paar drin. Testen wir das Ganze wieder. Okay, nichts passiert. Zweimal, dreimal. Ja, okay, immer noch zu wenig, so wie es aussieht. Das heißt, wir tun den auch nochmal auf 4. Jetzt hat sich irgendwas mehr wehgetan, so wie es angehört hat. Ich mach mal hinten kurz einen Mülleimer. Tut euch nicht die ganze Zeit weh, bei was auch immer. Denn das könnte mein ganzes Konzept durcheinander bringen. Gut, testen. Und. Der ist gestorben. Gut, jetzt brauchen sie nur noch zwei, aber woran verletzen sie sich manchmal? Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich weiß es. Wenn der obere Block, genau, wenn diese Piste schon wieder drin ist, dann fallen sie einen Block zu weit und nehmen dadurch schon Schaden. Das müssen wir natürlich verhindern, indem wir das Ganze so steuern, dass dieser Block nicht raus darf, bevor das da wieder so ist irgendwie. Müssen wir mal hier kurz ein bisschen Platz machen. Und vielleicht bekommen wir das gleich auf Anhieb hin. Ich mache mal hier kurz Monster auf aus. Die nerven ja nur mit ihren Geräuschen. Mit ihren Noises. Genau, das muss leider so bleiben, wollte ich eigentlich gerade sagen. Gut, dann können wir hier auch noch auf die Torch gehen.
Einfach so her. Das heißt, solange das noch an ist, geht es aus. Oder müssen wir dann Enddingsens hinmachen? Ja, sehen wir ja gleich, oder? Ob das auf dem ersten Versuch was wird, aber ich befürchte nicht. Ich tue mal hier den Block weg. So. Gut. Ja. Der Block ist gleich wieder drinnen, weil das Signal nicht reicht. Na gut. Das erklärt dann ein bisschen was. So, und nochmal. Der kommt ja rausgefahren. Bleibt auch drinnen, also beziehungsweise bleibt draußen. Aber da fährt er sich dann wieder kurz ein und aus. Aber er bleibt drinnen, heraußen. Okay, das heißt, es ist eine Versicherung, ist es zu viel. Das spricht dafür, dass wir einen Repeater cutten müssen. Das dürfte eigentlich dann trotzdem so gehen. So, neuer Versuch. Beides kommt heraus. Und genau. Öffnet sich kurz, weil das Signal zu schnell ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir haben es jetzt dann bald. Genau. Jetzt ist das Signal so schnell wie das. Und jetzt dürfte es passen. Gut. Wunderbar, was war da? Also, oh nee, passt schon. Ah ja, jetzt fließt natürlich das dahinter. Wenn wir eh gerade dabei sind, können wir mal kurz das mit dem Abfluss machen, quasi für die Items, denn die wollen wir natürlich auch behalten. Und zwar habe ich mir gedacht, wir brauchen dafür eine Sticky-Piste, wenn wir hier schon eh so alles Mögliche mit irgendwelchen verhöchsten Sachen machen. Dann machen wir das hier auch so. Und zwar zieht diese Piste diese Ding da weg. Und die Items kommen dann hier unten einfach irgendwo hingeschwemmt. Wir machen jetzt einfach mal darüber. Das können wir hier dann unterirdisch verlegen. Ich mache das jetzt bloß mal hier so provisorisch da rein. Zack. Genau. Denn das Bett ist ja auch nur provisorisch. Und dann machen wir das hier mal so. Und hier könnte man natürlich dann auch noch wieder einen Lift nach oben sozusagen bauen. Aber wir wollen es jetzt hier mal nicht übertreiben. Ich würde mal sagen, wir holen es uns hier. Zack, Block davor. Dann einfach hier einen kleinen Abgang. Wie gesagt, einfach eine Piste unten drunter, die das hochbringt, ist ja eigentlich auch kein Thema. So, dann noch eine kleine Druckplatte hin. Zack. Und schön. Schön, schon kann man es abholen. Jetzt müssen wir natürlich dann noch die Pisten verbinden. Den brauchen wir noch, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Und die Pisten, würde ich sagen, die müssen wir leider
Ah, da unten ist sie, okay. Da das Wasser von da oben eins drüber kommt, würde ich fast sagen, wir gehen mit. Da muss eins sein, da muss eins sein. Das heißt, wir brauchen. Wir müssen's, wir tun's. Ich würde es am liebsten hier machen, aber das geht nicht vom Wasser her. Oder geht es? Nein, das geht nicht. Wir könnten es jetzt hier mal so ganz schäbigerweise einfach mal hier so machen. Naja, ist jetzt nicht die schönste Lösung. Meine Frage wäre schon fast eher, ob es überhaupt eine Lösung ist. Aber ich meine, es funktioniert. Eigentlich müsste das Ganze auch so gehen. Und dann fließt es runter. Aber das dürfte auch kein Ding sein. Oder machen wir mal auf. Schmeißen die Items rein. Ich sehe es jetzt nicht. Ne, dürfte dann eigentlich bald. Ja, genau, da ist es schon. Wunderbar, funktioniert. Wieder zu. Da wieder ein Block davor. Da wieder zu. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt perfekt funktionieren würde. Das bricht auf. Schauen wir mal, ob man das auch während machen kann. Genau, das geht genauso. Darf man halt nicht. Hier könnte man dann noch sowas machen wie quasi, wenn das auf ist oder quasi, wenn dieses Signal quasi offen ist. Dann darf auf keinen Fall das hier auf sein oder so, weil sonst quasi die ganzen Skelette dort durchfallen. So, jetzt müsste quasi oben der Block sein, genau. Das heißt wieder einmal. Wir bauen mal kurz dabei ein Bettchen. Uns da hinein. So, hier zwei Dinger weg. Gut, wunderbar. Dann machen wir noch was ganz Spezielles, einfach nur so noch ein bisschen rumbauen. So, quasi der direkteste Weg zum Ziel. Und ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt nochmal die Monsterfalle, beziehungsweise die Spawner. Dafür brauchen wir natürlich das Bett. Zack, flupp und flapp. Ist schon ein bisschen nervig, dass man das hier nicht so integrieren kann quasi. Aber nun gut. So. Wir gehen auf Easy. Back to Game. Ich mache hier mal kurz Flugmod sozusagen für mich. Dann schauen wir mal wieder ein bisschen, wie das hier so funktioniert. Hier ist gar keine Höhle eigentlich in der Nähe. Habe ich schon auf Easy, ja. Ich gehe aber auf Normal. So, jetzt spawnst du bitte. Nein, hast keine Lust mehr zu spawnen? Brauchst du eine Privatsphäre oder sowas? Man weiß es ja heutzutage nicht. So. Genau, die kommen hier rein. Fallen hier runter ins Wasser. Denen passiert nichts. Perfekt. Ja, Ewigkeiten will ich jetzt hier auch nicht warten. Oh, das war jetzt extrem schlecht. Ja, könnte sein, dass die jetzt dadurch dann vielleicht leicht verbrannt sind schon. Aber wir werden ja gleich sehen. So. Wunderbar. Noch rechtzeitig aufgehört und da hat sich schon wieder einer das Genick halb gebrochen. So, für die Items. Zack. Und die anderen kommen dann ja selber ran. Brauchen wir aber nicht. Wieder aufmachen. Der eine Knochen, der war von uns jetzt. Und da kommt der Rest. Wunderbar. Dann machen wir hier mal kurz. Oh. Das war jetzt auch schon wieder alles andere als gut.
Ja, ich weiß, dass ihr mich gerne umbringen möchtet. Aber ich möchte auch hier ein bisschen sehen. So, ja, dann machen wir halt hier nochmal einen kurzen Shutdown. Oh, bleib da drin. Schau, dass du schleichst. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Komm schon, hilf mir. So. Wunderbar. Machen wir wieder kurz auf. So. Gut. Dann jetzt nochmal kurz crushen und dann fängt es von vorne an. Und warum hängt der da oben? Interessant. Na gut. Zack, weg damit. Ja, so verkehrt sieht's nicht aus. Und da wieder. Das könnte man dann eigentlich immer machen, während man wieder zumacht quasi. Und die da oben, die warten ganz gespannt, beziehungsweise ist ja nur noch der eine. Oder die eine. So, der hat jetzt eigentlich keinen Schaden verloren, das heißt, wir können es ja mit dem gleich mal ausprobieren. So, gut. One-Shot. Perfekt. Durchfallen lassen, beziehungsweise so. Das könnte man auch noch so verbinden, dass es vielleicht dann bei jedem zweiten Mal gleich automatisch aufgeht. Für so lange die Zeit ist, quasi während die Dinger hier ausgeschlagen sind. Und ich verstehe nicht ganz, warum hier nichts nachkommt. Aber das Problem haben wir auch nicht erst seit heute. Eine Holztür oder sowas würde mir schon reichen. Und ja, ein bisschen Dunkelheit. Okay, jetzt kommen sie. Ja, jetzt kommen sie. Also, das mit den Spawnern ist auch leicht verändert worden. Finde ich echt schade. So, dann schauen wir hier wieder nach. Wir haben jetzt im Moment 13, 14. Bei E sieht man das, soweit ich weiß. Dann machen wir einmal wieder alle blocken. Oh. Die können da rausspringen durch das Wasser. Wenn sie günstig stehen. Frag mich immer noch, ob sie sich dabei wehtun oder? Die kommt da echt raus. Das heißt, der Block muss schneller sein als die da. Sonst können die da raus. Ja, ist noch ein bisschen tricky, aber wir kommen schon langsam zum Ende. Hier ist auch schon ein bisschen Zeug am Rumflacken. Wir machen wieder dabei mal peaceful, back to game. So, jetzt müssten wir das Ganze eigentlich nur so schalten, dass das eine eher geht als das andere. Ja, ich will dir nicht sagen, ich bin leicht überfragt, aber ich bin leicht überfragt. Wir machen hier mal ein paar Repeater-Stufen raus, beziehungsweise nur eine. Schauen wir mal, ob das jetzt immer noch reicht für das eine Problem, das wir vorher hatten. Okay, es geht jetzt schneller rein. Geht es dann auch wieder doppelt raus und also schnell wieder rein, oder reicht es noch? Es wird noch reichen. Reicht eigentlich auch schon eins.
Nur mal so aus Neugier. Zack, heraus. Da ist aber ganz schön langsam. Kommt mir so vor. Das heißt, ihr müssten die anderen noch ein bisschen warten. So. Gut, das passt, aber beim... Da muss das eher sein. Das heißt, das da verzögere ich jetzt noch mal ein bisschen. Dann komme ich jetzt aber gerade gar nicht klar. Also gut. Zu crushen. Genau. Geh wieder auf. Das bleibt zu. Okay, jetzt ist nur, dass das obere auch zugeht. Beziehungsweise wieder aufgeht. Also sehen wir dann gleich nochmal. Jetzt ging es fast gleich. Das ging wieder zu. Aber das geht jetzt wieder auf und wieder zu. Das heißt, hier eine Repeater-Stufe. Und jetzt wieder quasi gleich. Normalerweise dürften sie da nicht rauskommen. Sonst machen wir bei dem linken nochmal. Ah, da ist es auch nochmal eine Stufe leicht verschätzt. Das heißt, das müsste ein bisschen eher sein. Wenn wir das noch ein bisschen später machen, wird es aber oben auch wieder anders. Das heißt, das nützt gar nichts. Genau, das heißt, wir müssen da eher mehr oder weniger. Ich glaube, hier müssten wir weniger. Ich probiere es mal mit gar keinem. Okay. Ging ziemlich flott rein. Geht dann aber auch wieder raus, weil das zu langsam ist. Das heißt, wir müssen ganz einfach das nicht über das ganze Zeug laufen lassen, sondern auch direkt nochmal verbinden damit. Glaube ich, oder? Ich glaube schon, aber nützt das was? Ja, ich denke schon, wenn wir es dabei lassen. Das heißt, wir machen es so. Ganz normal. Und wir gehen auch nochmal. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich möchte jetzt auch gerne noch quasi von dem da. Ach komm, so. So, 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 genau. Das heißt, wir gehen doppelt drüber. Das darf aber nicht dahin. Das heißt, das darf dann erst dort runterkommen. Zuck, 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 zuck. Einmal hochschauen. Würde passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Reicht nicht ganz. Das heißt, einmal dann Repeater hin. Gut, dann schauen wir mal. Zur gleichen Zeit. Okay. Ist das an, das ist zu. Aber das geht trotzdem noch nicht schnell genug. Liegt es jetzt etwa an diesem einen Repeater? Nein, es sind ja mehrere Stufen dazwischen geschaltet.
Das heißt, wir probieren es mal mit diesem Punkt hier. So. So, 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 so. Jetzt ist es nur noch eine Repeater-Stelle. Okay, es kommt jetzt sogar, glaube ich, schneller herausgefahren. Es fährt sich trotzdem wieder ein. Immer noch schneller. Ich schätze, wir können maximal auf drei Repeater-Stufen unten gehen. Nein, es bleibt. Achso, jetzt müssen wir erst schauen. Gut, machen wir das Ganze gleich mal mit zwei. Also auf drei quasi. Schauen wir mal, ob es dann immer noch schneller rausgeht. Ja, es geht noch schneller raus. Jetzt müssen wir nur auch schauen, ob es auch lang genug drin bleibt. Ah, noch nicht ganz. Noch eins. Vielleicht brauchen wir noch eins. Okay, geht immer noch schneller. Ja, ich glaube, es passt. Der crusht. Und dann fahren beide wieder ein, sogar richtig verzögert. Das fährt wieder als erstes rein, kommt das nach unten dann. So soll's sein. Jetzt kommt das wieder raus, genau. Und wenn wir jetzt wieder Dingsen machen, bleibt es trotzdem draußen. Und untere fällt wieder raus und es passt perfekt. So, jetzt haben wir es. Gut, da gehört noch einer rein. Da gehört dann ein Glasblock davor. Diese ganze Elektronik machen wir wieder zu. Und ja, ich denke mal, wir könnten mal wieder riskieren. Auf Easy, beziehungsweise auf Normal zu stellen. Schauen wir mal, wie viel Grad Celsius es hier im Moment gerade draußen hat. Es ist Nacht. Da wisst ihr Bescheid, oder? Wir brauchen ein Bett. Gute Nacht. Jetzt sind wieder Mobs in der Nähe. Ja, gut, macht jetzt aber auch nichts. So, jetzt haben wir drei Viecher drin. Dann lassen wir mal crushen. Und es kommt immer noch raus. Dieses scheiß Wasser, ey. Ja, bei dem einen war es einmal, bei dem anderen war es zweimal. Aber die kommen immer noch raus, ey. Das ist echt scheiße. Aber ohne dem Wasser kann ich es nicht anders machen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist diese beiden Pistons einzeln ansteuern. Da ich ja mit dem beides anspreche hier, müsste ich doch das jetzt nur eine ansprechen. Und damit ich nur die ansprechen kann, muss ich von der Seite her gehen. Glaube ich. Wobei das ein bisschen schwierig wird. Ich muss nämlich die hier verzögern. Und mit der muss ich dann ganz normal. So. So. Ich glaube nicht, dass es was bringt, weil die es trotzdem immer noch beides anspricht. Das sehen wir ja gleich. Gut, beide sind drin geblieben, also alle sind drin geblieben. Kann aber natürlich auch ein purer Zufall sein. So, dann machen wir einmal crushen. Also haben wir ja schon. Und alle One-Shot bis auf einen.
Das ist vertragbar. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob das jetzt da was gebracht hat, weil das Ganze ja trotzdem beides anspricht. Vor allem eher ist es andersrum. Das Einzige, wir können es von unten angehen. Das heißt, dass wir... Dass wir das so machen. Das geht sich auch nicht aus, weil wir sonst die Pistons, ja. Mit drei Pistons übereinander, aber eigentlich im Prinzip jede einzeln geschaltet, ist nicht einfach. Aber eigentlich passt's. Also, das machen wir jetzt ganz noch einmal dann. Und wenn da dann auch nichts rauskommt, dann denke ich mal, passt's. Zack. Ja, also da, da. Das, wie gesagt, kann man ja immer gleich so nehmen. Machen wir aber nicht, weil es uns einfach nur nervt. Dann schauen wir mal wieder kurz hier hoch. Ja, so war es nicht geplant. Ich gebe euch eure Tür schon wieder. So, ja, da kommen sie schon wieder. Genau, nur hereinspaziert. Ist genug für alle da. Wunderbar. So. Ups, geh rein. Das ist der Obi. Geht doch. Da jetzt durch. Ja. Hab's geschafft. So, zack. Dann einmal wieder crushen. Und es sind alle drin und diesmal waren es eigentlich ein Haufen. Und es haben alle überlebt. Und eigentlich fast alle One-Shot. Ich würde mal sagen, wir haben es, glaube ich, raus. Hier mal noch kurz die XP-Kügel. Oh, da kommen gleich noch mehr. Ist auch ganz cool, wenn man es nicht gleich erreicht, die XP-Kügelchen, kommen sie da unten durch. Ich denke... I can only sleep at night. Ah, okay, es ist schon wieder Tag. Das heißt, wir gehen hier mal wieder kurz hoch. Ach ja, da verbrennen sie gerade schön. Die ganzen Viecher. Eigentlich kann ich Tag jetzt gerade überhaupt nicht brauchen. Hallo, kommst du mal näher? Genau, ich habe nämlich hier so einen kleinen Freund. Aber der Freund muss natürlich auch da bleiben. So, gut, dann würde ich mal sagen. Mache ich jetzt einen kleinen, gleichen. Ich mache jetzt einen, ja, einen Save davon, einen Save Game. Werde euch die Map dann quasi später so zum Download geben. Ah, ich mache das Ganze auf. Dann können wir hier noch einmal überprüfen. Ah, so stelle ich mich hier hin. Und so einmal überprüfen wir es jetzt noch. Ja. Aber der war fast am rauskommen. Ja, und der ist auch gestorben, glaube ich. Wisst ihr, was ich meine? Ist nicht leicht. Aber ich denke. Mit Skeletten war es ja ohnehin das Problem. Am einfachsten ist es meiner Meinung nach, glaube ich, mit Silver, also mit diesen Cave Spiders. Und da habe ich auch schon im Let's Show gesagt, dass ich das eventuell bei meiner Let's Show Welt so ändern werde, dass ich quasi auch mit dieser Spawner-GUI den Skelett-Spawner zu einem Cave Spider-Spawner umswitchen werde und dann quasi das Ganze effizienter machen. Werde ich mal schauen,
wie das Ganze sich so entwickelt. Ja, ich mache jetzt hier einen kleinen Speicherpunkt für euch und dann sehen wir uns gleich noch kurz sozusagen in einem kleinen, ja, Zusatzbonusvideo, weil dieses Video ja schon nicht lang genug dauert. Und indem ich euch noch ein bisschen was zeige und ja, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Die kleine Testwelt wurde gemacht. Dann können wir hier wieder hochgehen und ja, worum es natürlich geht, ist erstmal, dass wir hier kurz auf Peaceful schalten. Und dann wieder auf Normal. So, und zwar fragt ihr euch mit Sicherheit schon, was oder warum ich oben bei mir Boss Health stehen habe. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich schon Spawner GUI verwende und so, dann kann ich doch auch gleich noch was Kleines bauen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde einfach mal alles hier mit den ganzen Spawnern zustellen, die Zombies sind. Also sprich feindlich, die dich angreifen. Und ja, hier hinten hat leider nicht mehr ganz gereicht dann. Hier sind auch noch zwei Sachen. Okay, da es jetzt natürlich gerade Tag ist, wird hier nicht viel spawnen. Hier wird, glaube ich, ohnehin nicht viel spawnen. Cool. Warum zum Henker ist hier draußen ein Lava-Slime? Wow, wow, wow. Alter. Ah. Okay. Interessant. Ich weiß nicht ganz, wie sehr da hingekommen ist. Okay, ja, wir... Ach so. Ja, ist ja cool. Die spawnen auch bei Tag und... Die Viecher schauen fett aus. Das sind, glaube ich... Aber wo haben denn die ihr Gesicht? Ah, da. Okay, das heißt, er kann ausbrechen. Naja, wenn er mag, soll er das tun. Okay, das heißt, ich werde jetzt hier kurz ein Dach drüber zimmern und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis tschaußen. Bis tschaußen. Bis gleich. So, und da bin ich jetzt wieder. Ich habe ein kleines Dach drumherum, beziehungsweise drauf gebaut. Sowohl auch an den Eingängen ein bisschen noch ja, verlängert sozusagen. Dann werden wir jetzt mal gemeinsam auf Normal umschalten. Ich werde die Videodistanz wieder auf Bright machen. Und dann werden wir doch mal schauen, ob wir da drinnen ein bisschen Erfolg haben. Ich weiß blöderweise nicht so ganz, ob wir dem allen hier trauen können. Einiges wird mit Sicherheit nicht spawnen. Aber zum Beispiel die Endermänner, habe ich hier ganz vergessen, die können ausbrechen. Und manche Sachen spawnen ja auch hier außerhalb. Aber zum Glück greifen sie uns ja nicht an. Okay. Ja. Hier hat man eine schöne Übersicht, was so alles hier quasi an bösen Sachen, die einem angreifen wollen, existiert. Endermänner, Ghasts, Fatmans, Spiderpigs, Silverfishes. Ja. Ist interessant, was spawnt normalerweise hier drin. Hier haben wir normalerweise... hier sind die Skelette drin. Hier sind die Slimes drin. Und ja, hier ist es doch schon ganz schön voll. Ah, hier ist auch noch ein Creeper ausgebrochen. Wieso stehen denn die ganzen Creeper hier bei den Nachbarn umeinander? Ist ja Wahnsinn. Aber ja, wie ihr sehen könnt, sind eigentlich so gut wie alle Viecher einmal hier vertreten. Gut, manche Sachen jetzt nicht ganz, es geht aber nicht anders. Boah, Creeper spawnen ja hier echt extrem. Zum Beispiel dieser Gigant und natürlich der Drache wird wohl kaum spawnen können. Aber ich meine, nervige Geräusche machen sie alle. Und jetzt wollte ich gerade eben nochmal schauen, ja, und es sind tatsächlich noch der eine da. Ja.
Also, ihr seht, es funktioniert ganz gut. Diese kleine Information, was uns so alles angreifen kann, leider ein bisschen einfach nur wild durcheinander aufgebaut. So können sie natürlich leicht ausbrechen, aber im Creative-Modus kann ihnen uns natürlich nichts passieren. Und die Creeper sind echt eine Wahnsinnsplage. So wie es scheint. Ich war, Herr Zombie. Ja. Gut, ich würde mal sagen, ich gebe euch das auch noch mit dazu, so wie es ist. Das heißt, ich mache nochmal einen neuen Spielspeicherstand. Aber natürlich hier vor, denn das ist ja schließlich das, worum es hauptsächlich darum ging in diesem Video. Die Map gibt es unten, wie gesagt, zum Downloaden. So wie ich jetzt hier bin. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hauptsächlich geholfen, gefallen. Ja, hoffe ich, hat es euch auch. Denn, ja, es war doch ein bisschen Arbeit. Wobei natürlich wieder hier ein Haufen rumgerätselt war. Aber ich hoffe, es hat sich wenigstens gelohnt für den einen oder anderen. Ich würde mich freuen über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Natürlich nach unten ist auch okay, solange eine konstruktive Kritik dabei steht in den Kommentaren. Ich verabschiede mich für heute von euch. Mein Name ist Hodenkrebscreme. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Subscribe.